War das jetzt, weil er wach war, oder geht das wirklich nicht? Weil gerade eben ging es ja irgendwie. Ich muss nur mich ein bisschen beeilen und springen. Oh Gott. Das mit dem Sturm ist natürlich eine miese Sache. Gott sei Dank. So. Komm. Ja. Ich bin so ein Boss. Take your time. Ja. Je langsamer, desto sicher. Na komm. Der Sandsturm ist auch ziemlich blöd, ey. Take your time. So, safety first und so. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Genug Time getaked. Worauf? Oh Gott. Ja, das war eine. Ach so. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Na komm. Na komm. Du Scheiße, ich will nichts sagen, aber ich glaube, das ist ziemlich langsam. Das war ziemlich lässig. Nein! Ich hab doch... Dreck. Gerade noch so gerettet, ey. Scheiße. Doch. Ich kann doch immer noch sterben. Guck, ich zeig's euch. Okay, nein. Ich hab doch schon davor gelebt. Ich wurde geboren. Das heißt, ich hab gelebt. Verwirr mich doch nicht so, Spiel. You are starting to live. So. Oh Gott. Schon ziemlich lange auf. Sollte ich eine Aufnahmepause machen? Nein! Vulkan. Ist so voll wie... Okay. Du findest dich auf vulkanischer Bau oder Böden. Ein Ort voller... Ich überlege gerade, was ich hier bekomme. Ach, Idiot. Ich überlege gerade, was ich hier für eine Fähigkeit bekomme.
Ja, da will ich gar nicht hoch. Ach. Ja, dachte ich mir. Stirbt er? Es dauert aber, bis er stirbt. Sprung alles wegräumen. Ach so. Also auf Rot darf ich theoretisch stehen. Wie lange? Okay, auf jeden Fall kann ich zwischendrin springen. Ja, dann passt doch eigentlich. Damit ich so abkühlen kann. Ein ziemlich warmer Planet. Eine heiße Angelegenheit. Ich überlege gerade einen dummen Spruch. Oh Gott. Ach Gott, eine brennende. Echt? Oder vielleicht ist die Hölle so heiß wie dieser Ort und nicht andersrum. Denk drüber nach, lieber Herr Narrator. Weil das ist ja ein Erzähler und ich bin ja selbst Narrator LP und das heißt, das ist ja eigentlich für Erzähler Let's Play. Verstehst du? Weg mich. Na gut, nicht ganz richtig. Ich hoffe, hier ist irgendwo ein Knopf. Ich glaube, ich habe den Knopf gefunden. Ah, sie juckt. So, machen wir es jetzt. Kommst du auch mal her, damit ich dich so freezen kann? Nein, anscheinend nicht. Ach Gott, leck mich. Ach, du kommst hier gar nicht rein. Ja, natürlich, es wird so schön. Ach, leck mich. Ach, ich kann dich ja hier festbinden. Ach, ich Idiot. Ja, dann viel Spaß. Ach, natürlich. Ich Idiot. Natürlich. Na, dann ist es ja einfach. Also geht so, aber es ist einfach her. Sehr schön. Ich darf ihn nicht loslassen eigentlich, obwohl doch, ich muss ihn loslassen. Schaffe ich es auch so? Nee, ich will ihn irgendwie hierher bringen. Hier kann ich ihn nicht festmachen. Ah, ich kann mich aber. Ich kann mich aber selbst hier dran kleben. Okay. Hier kriegt er mich nicht. Ich kann dann hier hin. Ach, da blieb der ja auch stecke. Ja, das wusste ich nicht. Ja, dann macht's doch ultra mega easy.
Da, weil ich sehr human bin. Oh, Gott sei Dank. Ich bin froh. Jetzt kommt noch mein Tutorial, was ich damit alles machen kann. Das ist auch schön. Oh, ich mag die Musik. More colors. More power. Ja, ich weiß doch. Mikros ein bisschen tief. Moment. Ja, das haben wir jetzt gelernt und ich habe einen kleinen Fail zu berichten, nachdem ich gerade versucht habe, diese Kamera zu richten. Also ich spreche das jetzt hier nicht mehr live ein, denn ich habe versucht, die Kamera zu richten und ja, es ist was schief gelaufen und deswegen muss ich jetzt leider nachkommentieren. Tut mir sehr leid und da ist jetzt nicht mehr das richtige Feeling und so drin und das kann ich verstehen. Übrigens ist Feuer nicht nur zum Töten gedacht, manchmal kann es konstruktiv sein. Zum Beispiel wie in diesem Beispiel, aber man muss schnell. Okay, auf jeden Fall versuche ich das Ganze ein bisschen nachzukommentieren, was gar nicht so einfach ist und ich habe das noch nie gemacht und das wird deswegen schwer, also noch nie. Und ich versuche nicht dem Kerl reinzusprechen. Zumindest nicht allzu sehr. Und ja, das Vieh haben wir ja schon irgendwie anderes ausgeschaltet. Und zwar haben wir es an die Wand befestigt, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ich habe ja schon ziemlich viel Skill, wie ich hier überall durchkomme. Das ist ja wow. Okay, also wie gesagt, ist halt doof gelaufen. Aber ich kann nichts dagegen machen. Es tut mir halt, wie gesagt, leid. Naja, deswegen werde ich mal hier so versuchen. Ah, oh, ich halte hier richtig geil auf. Oh, ich sehe schnell. Oh, okay. Die radikale Methode. Einfach verbrennen. Liebe Kinder, wenn ihr einfach irgendwann keine Lösung mehr habt, einfach irgendwas nicht mehr wisst, zum Beispiel in der Schule, wenn ihr über irgendeine Aufgabe nicht mehr weiterkommt, verbrennt euer Heft einfach. Das ist, boah. Oh, cool, ich habe mich gerade selbst abgefackelt. Ich fühle mich unbesiegbar. Der krabbelt auf seinem Arsch herum. Das sieht voll eklig aus. Aber dafür brennt er jetzt. Aber pass auf. Worauf sollen wir denn aufpassen, mein lieber Erzähler? Oh, darauf vielleicht. Die Viecher sind mies. Die schießen einen ab. Ich mag die Teile nicht. Auf jeden Fall, ich kann ja schon mal ein bisschen was über die Zukunft erzählen. Keiner weiß, wie das Spiel zu Ende geht, außer mir. Sei vorsichtig, es ist dunkel. Ihr müsst Glühwein nicht mehr anzünden. Ich kann ja ein bisschen was über die Zukunft erzählen. Und zwar kann ich schon mal sagen... Ja, chill. Chills, Vergangenheits-Narrator-LP. Ja, sicherlich. Den werden wir nie herausfinden. Okay, auf jeden Fall. In der Zukunft habe ich das Spiel nämlich schon durchgespielt. Oh mein Gott. Und das alles in einem Run im Prinzip. Ich glaube, das dauert jetzt von hier aus noch etwa eine Stunde. Also ungefähr 4 Parts, sollten wahrscheinlich 3 werden oder so. Mal gucken. Und bin ich toll mit dem Feuer. Ja, ich finde, habe ich auch in live dort während der Aufnahme erzählt, dass das Feuer im Prinzip eigentlich gar nicht so viel bringt. Und ich finde, das ist eigentlich relativ sinnlos. Einfach so ein hinzugefügtes Element vom Spiel, was echt eigentlich, was sie sich sparen hätten können. Ich meine, hier ist es halbwegs sinnvoll. Aber auch, naja, guckt, man sieht nicht mehr. Und das war gerade verdammt viel Glück. Nicht ziemlich viel Glück, sondern verdammt viel Glück. Und ja, wie gesagt, es ist halt echt ein unnötiges Element, weil man auch so wenig sieht und mit denen echt nicht viel mehr. Pass auf den Schalter auf. Ja, auch hier. Typisch. Aber egal. Wir kommen ja später noch in ein Gebiet, welches, ich noch nicht spoilern will. Aber da bekommen wir echt noch ein hübsches Element. Und, was ich sehr, sehr, sehr schade finde, das habe ich auch schon live erzählt, hier ist es halbwegs sinnvoll, weil man hier sieht man zumindest die Teile, wenn man Feuer setzt. Aber ja, gut, das ist nichts. Das hätte man sich echt schauen.
Egal. Worauf ich hinaus wollte, ein Element kommt hinzu und was ich als Kritikpunkt hatte, was ich auch schon live vorgesagt habe, dass leider nicht alle miteinander kombiniert werden, also dass es nicht riesige Rätselräume gibt oder Rätselareale, wo man ganz viele verschiedene Sachen anwenden muss. Es gibt nur sowas, dass man, ja, das ist doof, das ist die Schnecke. Jerome sagt Hallo zu Gary.